Pfaffanus. Ne, Pfaffafonos, Alter, was für ein Name. Päckchen einsammeln. Okay, das tun wir doch. Eins. Ah, alle nicht weit auseinander. Also kein großes Gesuche. Da unten. Die Docks. Das scheint es wohl auch schon gewesen zu sein. Dafür kriegen wir jetzt Ausrüstung. Das ist doch leicht verdiente Ausrüstung. Beine, nee, Füße, oh, schade. Ja, dann nehmen wir uns die aber auch erst Stufe 8. Doch, kann ich jetzt schon tragen, sehr schön. Und da ist auch schon eine neue Skill, Chakra. Eine neue Eigenschaft, genau, das kann ich euch eigentlich auch nochmal zeigen. Ich gehe einmal kurz hier hin, hier kann man dann besser sehen. Kommandoliste, einmal Kommando, so, also mein, was macht Chakra? Du regenerierst eigene Lebenspunkte, Heilpotenzial 450. Das Heilpotenzial hängt von deinem Attackewert. Also umso höher die Attacke, umso stärker die Heilung. Das ist doch schon mal sehr schön. So, genau, eben habt ihr ja gesehen, Eigenschaften. Eigenschaften sind passive Sachen, die ihr auch an gewissen Leveln erreicht. Ihr seht ihr 8, 14, 16. Können wir einmal die Stärke wird um 2 automatisch erhöht. Als nächstes kriegen wir dann Verbesserung für Leichtfuß. Das heißt, Ausweichrate wird sogar um 20% erhöht. Werde ich euch aber auch zeigen, wenn wir die kriegen. So, ich werde mich Chakra einmal hier unten hinsetzen. Unter den Heiltrank, weil es halt eine Heilung ist. Und ich die auch nicht standardmäßig die ganze Zeit gebrauchen kann. So, ich zeige euch jetzt einmal, da wir den Weg ja nicht ganz zurücklatschen müssen, außer hier ist noch eine Quest in der Nähe. Nee. Zeige ich euch einmal die Rückführung. So, einmal hier Rückführung. Ja, und dann Sekunden warten und dann sind wir gleich in Ulda. Ohne den Platzweg zurückzulaufen. Denke ich, werde ich, solange wir vor allem noch kein Reittier haben, auch ein bisschen häufiger machen. Die Ladezeiten sind jetzt nicht so lang, dass wir sagen müssen, boah, lieber latschen, wir schneller. Einmal zum Rodi für die Quest und dann müssten wir dann langsam, glaube ich, zum Rangierbahnhof kommen. Nördlichen Tanalan gehen müssen. Kann ich euch das auch gleich dann zeigen? So, jetzt gehen wir auch hier die Treppe hoch, nicht wie beim letzten Mal. Wenn wir gehen. Einmal Sprung. Und da ist auch nur Modi. Da muss ich sagen, da hätte ich es persönlich schöner gefunden, wenn man diese ganzen Sachen automatisch übergibt. War Sinn dahinter, das extra nochmal zu drücken, um zu übergeben an den jeweiligen, sehe ich jetzt nicht, aber weiß nicht, was Square sich da gedacht hat. Ich hätte an deren Stelle hätte ich gesagt, dass man es automatisch ergibt, übergibt, nicht ergibt. So, und dann Stufe 8, Kampfgambossen, oder? Das ist wieder Intelligenz, also nehmen wir das. Und wieder neue Errungenschaft freigeschaltet. Jetzt, bevor ich das vergesse, rüsten wir uns mit den Ausrüstungen ab, die wir bekommen haben. Und ich habe tatsächlich ganz vergessen, dass ich auch neue Hauptwaffen bekommen habe. Das tut mir leid. So. Jetzt aber, jetzt machen wir noch mehr Schaden. So, da Hanfgambossen. Stärke und Geschick plus 1. Unsere jetzigen haben Stärke und Entschlossenheit plus 1. Puh, Geschick brauche ich jetzt eigentlich nicht so, aber nehmen wir trotzdem mal.
Er kommt geschickt. Neue Handschuhe. Neue Füße, auch stärker und Geschick. Und da haben wir noch nichts Neues. Ihr seht hier Baron Ohrring. Auch einer von der Veteranenbelohnung. Und sie sehen zurzeit ziemlich zusammengewürfelt aus, wobei das geht jetzt schon. Der Helm passt zwar noch nicht ganz. Hier sind einmal unsere neuen Knochenohrers. War natürlich total fehlt, drei Level, nachdem ich die bekommen habe. Erst auszurüsten, aber mit Level 10 kann ich ja endlich auch so zum Optimieren Optionen besser nutzen. Das werde ich dann auch häufiger in Anspruch nehmen, weil wie ihr seht, man vergisst dann doch mal ganz schnell ab den ganzen Sachen, die man zu tun hat, dass man ja auch neue Ausrüstung gekriegt hat. So, und mein zentraler Tannalarm. Ah, oh, sind wir. Hier seht ihr wieder ein sehr, sehr großer Bereich. Aber wir gehen jetzt erstmal zur Quest. Hier sind noch Gestariums Monster Level 1, also die müssen schnell abgefrischt sein, aber die wollen wir natürlich mitnehmen. Für das Gestarium, ja. Paar Sekunden Zeitverzögerung. Machen die Kohle jetzt noch nicht fest. Also schnell mal hier verbauen. Zack. Ein noch. Und wie ihr seht, hier ist auch nochmal so ein Spezialmonster. Ziemlich groß, das weiß ich. Und Level 50, also mit denen können wir uns noch lange nicht anlegen. Vielleicht werden wir irgendwie mal durch Zufall sehen, dass hier ein Level 50er oder so 50er den angeht. Vielleicht ein bisschen unterstützen, auch wenn wir mit Level 8 bei so einem Level 50er natürlich so gut wie keinen Schaden machen werden. Da, Schnaufspitzmull, noch welche. Man sieht, wir waren noch nicht so häufig im Zentralen. Nur für kurz mehr von Kampf. Schön, schon wieder die ganzen Monster. Einfach schnell wegklatschen. Die Routine, die wir einsammeln, schön schnell mitnehmen. Je schneller schaffen wir es, ein Level aufzusteigen. Neue Sachen im Spiel auch dementsprechend freizuschalten. Das ist natürlich alle noch schön. Zeigen muss da. So, hier ist noch einer. Weg, haben wir links. Sehr schön. 410 Routine. Und hier sind einmal die beiden für meinen Rangierbahnhof. Das ist einmal die Hauptquest. Wir helfen ihm noch gerne bei der Heilung seiner Heimat. Dafür sind wir Abenteurer. Außerdem die Routine, die Gill. Ist doch eine nette Bezahlung. So, dann geht die nächste Aufstellung weiter. Ich will aber schnell einmal noch die Quest hier abgeben. Gehen wir mal den Fahrplan. Erstmal nur noch die Hauptquest. Also gehen wir die mal an. Kriegen sogar einen Heiltränke, dass wir nur zwei verbraucht. Fünf kriegen wir bald. Das ist doch nett. So.
Einmal kurz umsetzen. Boah. Dämmerungsbrezeln an Fachen verteilen. Eine Brezel hätte ich jetzt auch gerne. Ein bisschen Hunger, aber ich wollte natürlich noch ein bisschen was aufnehmen. Also ich versuche in der Aufnahmesession auf jeden Fall noch Stufe 10 zu werden und die nächste Klassenquest zu erfüllen. Mal gucken, wie viel Zeit da noch bleibt, aber erstmal verteilen wir hier natürlich noch die Brezel. Ja, meine Brezel. Bier bei der Arbeit. Sehr schön, sehr schön. So. Ich glaube, vom Küken habt ihr jetzt genug gesehen. Ich zeige euch nochmal einmal nur ganz schnell. Vielleicht werde ich euch alle nochmal ausführlicher zeigen. Einmal ein neues Tier. Einmal den Baby-Behemoth. Ja, auch wenn er wie ein lila Schweinchen aussieht mit einer ziemlich stylischen Frisur. Jetzt lassen wir den mal ein bisschen hinter uns herlaufen. So, was ist näher? Ach, rechts ist näher. Sprinten wir einmal. Scheint da keine Monster zu kommen in nächster Zeit. Da oben, ist das der? Da, da taucht jetzt das Symbol auf. Ja, müssen wir mal hier hoch. Wild, Ulda, Tanalan, sehr karg alles, bisschen grün, viel Wüste, viel Gestein. Später zeige ich euch dann noch die anderen Sachen. Lanosea ist dann die Außenbereiche um Limsalumintza. Den Schattenwald, wenn ich mich jetzt nicht gerade irre, verzeiht mir wenn doch, der Außenbereich für Gridania. Alle natürlich stilistisch doch nochmal komplett anders zu dem, was ihr jetzt von Ulda und Tanalan kennt. So, gehen wir mal zur Wache Nummer 3. Das sieht ja immer wieder tauchen auch hier Spieler an uns fahren vorbei auf. Die natürlich auch gerade wie wir die Quest machen. Das ist so eine Sache vom Final Fantasy 14. Manche sehen das als vielleicht ein bisschen storytechnischer Nachteil. Mich stört es jetzt nicht groß im späteren, ohne viel zu spoilern, im späteren Storyverlauf entwickelt ihr euch quasi nicht weiter vom einfachen Abenteurer zu wirklich einer bedeutenderen Persönlichkeit. Der Story wird das einem so eingetrichtert, dass ihr halt der eine Ware quasi seid. Wenn man aber denkt, dass wir hier gerade ein MMO spielen und quasi noch 2-3 Millionen, ich weiß gar nicht wie viele das Spiel mittlerweile spielen, das auch machen und auch genauso dann wird das für Storytation natürlich ein bisschen merkwürdig, dass ihr der einzige Ware seid, aber quasi tausende von anderen Spielern genau das gleiche eingetrichtert werden können. Manche finden es halt störend, mich hat das jetzt nicht so gestört, weil die Story halt mich einfach gefesselt hat und ich hoffe euch auch fesselt, wenn sie dann nach ein paar Stündchen dann mal so richtig in Fahrt kommen und die ersten richtig schönen Zwischensequenzen. Der Planet Heidelin. Von saftigem Grün bewachsen und vom Urkristall beseelt. Ihm verdanken alle Wesen die schier unendliche Fülle an Gaben der Natur. Im Westen des größten Kontinents liegt Eorzea, das von den Göttern geliebte Land. Neu ist die Welt auch für diesen Abenteurer. Das Glück sei mit ihm.